Irgendwo da oben, schätze ich mal. Echt hier? Das ist unsere Chance. Danke, Waldläufer. Das fehlt mir eigentlich noch. Also erstmal hier den Ring. Naja, wenn ich am Rand bin, könnte ich eigentlich auch mal mich nach da machen. Oder nach da. Menschen und Elben werden sich umschauen, wenn der Meister zurückkehrt. Ach, Brandmarken kommen jetzt bestimmt. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen.
Anfang hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Ich hoffe, Sie lassen mir ein Bein übrig. Hoffentlich ein saftiges. Ist das nicht das Ding, was ich hier noch brauche? Die beste Art, einen Karagor zu jagen, ist aus der Ferne. Mit einem Schuss. Nein, das ist Manos. Ach, da muss ich hin. Oh. Ach, entdeckt das da auch nicht werden. Shit, Dikowski. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Eigentlich suche ich ja die gelben Plusse. Sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt und zu deinen Gefolgsleuten. Um Gegner zu brandmarken, halte B gedrückt. Schleichbrandmarken, halte RT und dann B. Kampfbrandmarken, drücke A und B. Ich versuche mal den da oben zum Brandmarken. Ach, der ging jetzt für mich. Okay, die haben dann so kleine Pfeilchen über dem Kopf. Okay.
Okay, da ist noch einer. Ich bin bereit für den Tod. Der Blutsegel, der ist heute an den richtigen Ort gekommen. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Innerhalb von 3 Minuten. Ach, ihr seid doch doof. Den habe ich ja schon. Okay, dann wird es jetzt nochmal stressig. Und zu spät. Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Ach so, das war das extra. Ist da auch schon gebrandmarkt? Aktiviere deinen gebrandmarkten Schützen. Kann ich den jetzt hier auch noch? Gucken, wie das aussieht. Ich aktiviere mal. Muss ich eigentlich nur warten, oder? Gehört er zu mir oder nicht? Ja, mal A und B gleichzeitig ist Kampfbrandmarken.
Er kämpft jetzt für mich. Bringe ich ihn halt um, wenn er zurück. Hab ich gewonnen oder nicht? Wenn die Regeln bin ich mir immer nicht sicher. Vielleicht darf man die nicht brandmarken, sondern muss sie töten. Heinrich der Metzler. Die Schwarze haben da. Und das war bei X und... Nee. Ich muss A und B. Brandmarken ist eine gute Sache. Wie Brandmarken. Ich glaube, das ist nochmal so ein Teil, was ich einsammeln soll. Galferin. Oh ja, fertig. Ah ne, ein Alferin brauche ich noch. Ein Alferin.
Ja, dann würde ich sagen, werde ich doch mal hier das Dings aktivieren. Ich finde, das macht die Sache viel, viel leichter, ne? Erneuerung. Hier gibt's aber ordentlich Action-Sachen. Schon bemerkt. Kann ich eigentlich auch einen Karagor? Nee, da musst du drauf springen. Hopp. Was überhaupt? Ihr kämpft jetzt für mich. A, B ist hier. Unten dann rechts. Guck mal, ne? Die mich gesehen? Glaubt man nicht. Warum kann ich denn jetzt nicht? Ja, was war das für ein Scheiß? Ding ist B ist Brandmarken oder gehört er mir schon? Ach, der gehört mir schon. Okay. Die Dunkelheit im Innern. Erreiche die Wache des Hinten ohne entdeckt zu werden. Man töte niemanden, bis der Überfall beginnt. Okay. Wo ist denn hier eigentlich, wo ich schon mal da bin? Das Teil. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen. Jetzt stehe ich drauf.
Es ist vielleicht eine Etage tiefer. Okay, ich darf nicht entdeckt werden. Und ich soll niemanden töten. Verschlüsselter Tagebucheintrag. Das ist doch elbisch. Aber wenn ich jemanden umdrehe, habe ich ihn ja nicht getötet, oder? Ah. Ukron. Waffenschmied. Soll ich denn hin? Das zeigt er mir nicht so recht an. Wie heißt nochmal Auftrag? Ohne entdeckt zu werden. Und das Plus ist dann niemanden töten. Darf ich niemanden töten oder darf niemand getötet werden? Wurde entdeckt. Gilt das als entdeckt? Ich kann nur aufgeben. Ach so, kann ich dann aufzählen. Jetzt geht das auch. Wahrscheinlich entdeckt. Das kann man immer nur mit Einzelnen machen.